Was meinst du? Na, sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Ja, super. Das ist toll. Dass deine Studenten im Wald rumirren und er noch so cool happy dabei ist. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadt-Polizeigebäude sehen alle gleich aus. Ja, ist mal ein Kaffee. Lecker Käffchen. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Telefon. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Hier, gibt's eine Akte. Aktenschrank. Mal öffnen. Okay. Bisschen durchgerostet. Achso, das war's hier in dem Raum. Okidoki. So, was gibt's hier denn hier noch Feines? Hier ist noch der John. Gott. Scheinbar heftet sich jetzt Angela so ein bisschen an Johns Fersen. So ein bisschen, ne? Spannend. Hexenkerker? Du wirkst überrascht. Ja, hätte ja sein können, dass das Gebäude halt nicht damit wirbt, dass das ein ehemaliger Hexenkerker ist hier. Und ja, jetzt auch eine Polizeistation ist. Die Amerikaner sind doch viel stolz. Das ist toll. Toll. Hippie. Hippie-Junk. Kannst du dich noch an das Buch erinnern mit den Symbolen? An das erste? Ja. TC. Da ging es doch auch um die Sonne. Ja. Oh, nee. Entgeht mir jetzt gerade irgendwas? Nee. Also das mit der Sonnenwende und Pipapo, wo er dann eben halt auf gewisse Rituale zeigt, genau, ja, und so. Ja, das finde es eben halt interessant, dass die jetzt da so ein Aufbewahrungsding haben mit genau diesem Symbol. Deswegen. Ja. Das hat mich gerade so ein bisschen verwirrt. Das Telefon. Na also, ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Nicht. Das kommt jetzt wenig überraschend, oder? Mist! Wow! Hey! Das entspann hilft jetzt auch nicht unbedingt. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal, das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Ach Gott. Gott, so nach einem Telefonkabel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die ist per WLAN-Kabel angeschlossen. Ist okay, Kabel. Jetzt suchen wir nach einem Kabel. Weil hier ist ja auch noch ein Telefon. Guck mal hier, da. Ist auch nicht eins. Ja, aber ohne Hörer, ne? Der Hörer ist ab. Ist ja auch, guck mal, wenn da ein Telefon mit Hörer ist, wird ja wohl nie so schwer sein, da einen Hörer ranzuklatschen. Normalerweise. So, das haben wir uns angeguckt. Da geht's raus. Wollen wir mal gucken, ob wir raus können? Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt raus können, aber du kannst ja mal probieren, ob die Tür aufgeht. Ja, ich weiß ja nicht. Also nicht, dass es ja nachher ist hier so Point of No Return und wir haben dadurch irgendwas verpasst. Das ja, musst du jetzt sagen. Wir müssen jetzt erstmal ein Telefon finden irgendwie nochmal. Okay. Dann drücke ich da jetzt nochmal nicht drauf. Nicht aufgeben. Ja, okay, ich wir geben nicht wir auf. Finden bald etwas. Ja. Weitersuchen. Wir haben eine Karte? Nee, doch nicht. Das ist halt die Karte. Wupp. Little Hope. Police Department. Auszeichen. Ah, okay. Waren wir vielleicht in Little Hope? Ah. Ja,
ist auch möglich, ist es. Also, das, ad hoc. Also, er kann sich ja eh nicht an alles mehr erinnern. Ne? Und es kommt ihm bekannt vor. Genau. Oh. Was war das? Ei. Nervender Klingelton noch, mein lieber Herr. Bin gerade richtig zusammengezuckt. Was machen wir? Ja, rangehen. Rangehen? Ich mach das. Ich schaff das. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Was? Vorsicht. Es könnte jemand dran sein. Hallo? Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Nicht alle in Little Hope wollen die Wahrheit. Na? Angst. Was beunruhigt sie? Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? In der Nacht, in der ihr den Wald aufsuchtet. Dann plötzlich tauchte vor mir ein Mann auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte ihn nicht kommen hören. Ich hatte ihn zuvor noch nie gesehen sein. Gewandt und die Art, wie er sprach, war mir nicht vertraut. Beruhigend. Ich finde Dinge, die ich nicht verstand. Okay, alles wird gut. Ich helfe Ihnen, wenn ich kann, aber ich... Ich brauche Ihren Namen. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Hey, wow. Loslassen! Leck mich am Mann! Hä? War das, ist das jetzt Daniel? Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Könnte gar instant schon mehr kotzen, Alter. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Ja, keine der Teufel ist Meister. Ich wollte auch gerade fragen, wie sehen aus. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Okay, das ist gewollt. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Verschwinden wir von hier. Lass uns bloß hier abhauen. Was seid ihr bloß für Feiglinge? Wir können die arme Frau hier nicht einfach allein lassen. Ich bitte euch, lasst mich nicht im Stich. Bei allem, was heilig ist, mit wem sprecht ihr da, Weib? Auch wenn ich es mit eigenen Augen sah, kann ich es kaum glauben. Amy ist verloren. Selbst jetzt noch ruft sie böse Geister an, sie nicht zu verlassen. So helft mir doch. Ich bitte euch. Ungeduldig. Wir müssen es stoppen. Quatsch, wir müssen diese Sache aufhalten. Wenn es das ist, was ich glaube, ist das unmöglich. Denn es ist schon geschehen vor 300 Jahren. Da bist du dir ja plötzlich sehr sicher. Ich bitte das Gericht, eine Zeugin anzuhören, die mit eigenen Augen sah, wie die Beschuldigte einem unsäglichen Teufelsritus beiwohnte. Im Wald, vor den Toren unserer Stadt. Reverend Carver, ihr führt uns irre. Bitte vergebt mir. Doch es ist meine Frau, die angeklagt wird, und ich weiß, dass sie unschuldig ist. Ihr solltet nicht auf andere mit Steinen werfen, Joseph. Nicht, wenn euer eigenes Tun sündhaft ist. Hört mich an, werter Richter. Man bezichtigt mich zu Unrecht und allein aus schierem Böswillen. Wenn hier Dunkelheit um sich greift, so werde... Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Eieiei. Wütend.
Lass sie in Ruhe! Wer spricht? Wer ist da? Gott schütze uns. So, helft mir doch. Sind wir unter uns? Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Und er ist auch wirklich der Kopf, ne? Am Anfang. Am Anfang. Okay. Der Marschall. Sie sind hier unter uns. Stimmt. Sie sind hier unter uns. Ey, was für eine Farce, ey. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch. Er sucht den Herrn. Nee, ist klar. Macht was so zur Hölle war wütend, das? So wütend. War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Was heißt denn hier wie die gesagt, meisten? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht glauben, wie sehr mir diese Frau ähnelte. Wie zur Hölle ist das nur möglich? Als du mir davon erzählt hast, dachte ich, es wäre ein Scherz oder übertrieben. Aber die Frau selbst zu sehen, war unglaublich seltsam. Bis jetzt haben wir zwei Geister gesehen, ne? Immer Angela als alte Frau und die kleine Mädchen, ne? Was denkst du, war mit ihr los? Na, und John? Na, als verzerrtet, also als verzerrtet Monster. Das Mädchen habe ich im Wald gesehen. Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Es gab oft immer, es waren immer falsche Anschuldigungen. Es gab keine Hexe. So, bestimmt. Aufgebracht. Sie ist nur ein Kind. Sie ist nur ein Kind. Komm. Okay. Sie ist ein kleines Kind. Ihr ist sicher nicht klar, was für Folgen ihr Handeln hat. Sie weiß ganz genau, wie ernst es ist. Der Pastor. Aber die angeklagte Frau? Angela Nummer 2? Es schien, als hätte sie uns gesehen. Und einige der anderen auch. Da hast du recht. Sie haben uns ganz sicher gesehen. Ein Kind, das uns aus dem Nichts auftauchen sieht? Sie hätte es leicht für Hexerei halten können, gerade damals. Du kannst das Girl so viel verteidigen, wie du willst. Ich traue ihr nicht über den Weg. Jetzt mal ehrlich. Wir verstehen nicht mal, wie wir all das sehen konnten. Wie soll es dann ein kleines Kind aus der Dame... Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Ja, weil sie wie Angela aussah. Okay. Bist du so verstört, weil die Frau genauso aussah wie Angela? Sicher, wenn man jemanden, den man kennt oder zu kennen glaubt, in so einer Situation sieht, nimmt einen das mit. Danke, John, für dein Mitgefühl. Das war kein ernsthaftes. Who's knocking? Wer ist da? Hey, Professor! Hey, Prof! Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Taylor. Ja,